soll also ein Bakterienterror kommen. Dann sterben ganz viele Menschen, so ähnlich wie im Mittelalter. Und dann ruft man wieder nach einer Rettung. Was kann die Rettung sein? Und die Rettung, die jetzt vorbereitet ist, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das heißt antimikrobielle Mittel. Größenordnung, die Millionen und sogar Milliarden von Menschen vergiften können und wahrscheinlich auch sollen. Viel wichtiger ist es zu sehen, dass jetzt tatsächlich solch große Fabriken hochgezogen werden, die genau solche Biowaffen herstellen können und massenhaft produzieren. Wenn Harari sagt, to hack humans, ist das der Hauptweg, den sie jetzt tatsächlich vorbereiten. Die werden ja nicht sagen, es ist ein Finanzcrash, ja, und wir müssen den Finanzcrash direkt jetzt heilen, sondern sie werden wieder sagen, so wie sie es mit Corona schon angefangen haben, wir haben eine Gesundheitskrise. Und nur infolge der Gesundheitskrise ist die Weltwirtschaft halt kaputt. Sehr geehrter Herr Schöning, es freut mich, dass Sie wieder bei uns im Auf1-Interview sind. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich und es gibt sehr, sehr Wichtiges diesmal. Wir haben dieses Interview jetzt noch vor Weihnachten im Dezember eingeschoben, weil Sie mit neuen Recherchen hier zu uns kommen können, die tatsächlich sehr wichtig sind, dass wir die in die Öffentlichkeit bekommen. Sie haben im Dezember 2018, also exakt vor 5 Jahren, eine inszenierte Corona-Pandemie für das Jahr 2020 vorausgesagt. Und 5 Jahre später müssen wir feststellen, dass alle Ihre Voraussagen eingetroffen sind. Und Sie sagen jetzt, eben 5 Jahre später, voraus, dass eine neue Verbrechensplanung abläuft, die gleich oder größer wie Corona ablaufen soll. Ja, das alles ist zutreffend. Richtig. Was kommt jetzt? Was kommt? Was jetzt kommt und geplant wird, ist etwas Ähnliches, was wir mit Corona erlebt haben, mit Viren. Es wird etwas vorbereitet, welches das Hauptmotiv Bakterien drin haben wird. Und es ist mindestens eine so große Verbrechensplanung mit das, was wir mit Corona erlebt haben. Und es ist eine große Chance, dass wir jetzt besser aufgestellt sind, es sagen zu können, wer es plant, wie es durchgeführt werden soll und dass wir das sogar in besserer medialer Form, gedruckt wie auch online, ausbreiten können. Es ist absolut ernst zu nehmen, denn genau vor 5 Jahren, also im Dezember 2018, hatte ich ja öffentlich davor gewarnt, dass wir 2020 diese inszenierte Pandemie kommen wird und geplant ist. Und genau die Personen und auch die Fabriken, die das Ganze herstellen sollten, die hatte ich benannt. Und jetzt haben wir es, dass eine solche Aufrüstung, kann man es vielleicht nennen, wieder passiert. Es ist so wie eine Aufrüstung vor einem Weltkrieg. Ja? Wie früher halt zum Zweiten Weltkrieg vielleicht Panzer produziert worden sind, werden heute Proteine, Eiweißstoffe von Bakterien produziert. Und da werden riesige Fabriken gerade jetzt in der Gegenwart aufgebaut. Und das ganz Gefährliche ist dabei, dass die Direktoren von diesen Fabriken Leute sind aus Verbrechenskreisen, aus Geheimdiensten und auch mit Mafia-Verbindungen. Das heißt, wir haben einen ganz klaren Bezug, den ich eben auch wirklich mit Quellen und allem belegen kann, dass die Leute, die heute diese neuen Aufrüstungsfabriken wie Panzerfabriken herstellen, dass die Leute etwas für die nächsten Jahre eben so groß planen. Das heißt, Sie sagen, man sieht, dass ein Krieg aufzieht, weil viele Panzer in Rüstungsfabriken gebaut werden. Und jetzt befürchten Sie, dass auch im Gesundheitsbereich etwas geschehen wird, weil Sie hier entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Genau, man kann es so zusammenfassen. Die Bakterienproteine sind die neuen Panzer. Wir haben also keinen Angriff, der uns bevorsteht. Aber das Ziel sind nicht die Felder draußen,
wie die Schlachtfelder draußen, wie wir es hatten. Das Ziel sind die Oberflächen, die Felder in uns selber drin. Und das können wir vielleicht heute genauer noch ausführen. Da geht es insbesondere um den Darm. Das wollte ich gerade fragen, ob Sie das genauer erklären können, denn wir haben bei Auf 1 vielleicht jetzt schon verstanden, aufgrund von vielen Interviews mit Wissenschaftlern, mit Ärzten, was Spikes sind, was mRNA ist, aber was sind Bakterienproteine? Ja, wir wissen ja, dass Bakterien tatsächlich krank machen können und zwar auch sogar auch tödlich krank machen können. Und was macht da tatsächlich krank? Das sind Eiweißstoffe, die Bakterien produzieren. Das sind Proteine oder auch Toxine, Gifte werden es auch genannt. Und heute kann man gentechnisch genau diese Bakteriengifte nachbauen. Also den genetischen Plan hat man über Jahrzehnte erforscht in der Biowaffenforschung und weiß genau, wie richtig massentödliche Bakterien diese Bakteriengifte produzieren. Und heute werden Fabriken hochgezogen, die genau diese Bakteriengifte, diese Bakterien-Eiweißstoffe nachbauen können und in Nahrungsmitteln hineinbringen. Aber Bakterienproteine sind ja per se nicht schlecht. Oder sind die grundsätzlich? Sind das schlechte Inhaltsstoffe oder ist das ein natürlicher Stoff? Das sind alles natürliche Stoffe, aber es gibt welche, die den Körper sehr schädigen können. Mhm. Das kennen wir zum Beispiel bei Durchfall. Mhm. Da gibt es ein Bakterium, das heißt Clostridium, difficile, C. diff abgekürzt, und das macht zum Beispiel Durchfall. Mhm. Wir kennen diese Clostridien auch zum Beispiel von Botox. Ja? Mhm. Also das sind quasi Nervengifte. Mhm. Die diese Bakterienart absondern kann. Und da gibt es auch andere, die das machen können. Die Bandbreite, welche Bakterien benutzt werden, die ist wirklich sehr groß. Und das hat heute auch nicht viel Sinn, halt zu viele zu nennen. Denn da gibt es wirklich so viele, die man dort einsetzen kann. Viel wichtiger ist es zu sehen, dass jetzt tatsächlich solch große Fabriken hochgezogen werden, die genau solche Biowaffen herstellen können und massenhaft produzieren. Und wenn ich sage massenhaft, dann sind es Größenordnungen, die Millionen und sogar Milliarden von Menschen vergiften können und wahrscheinlich auch sollen. Es soll also ein Bakterienterror kommen. Es soll Bakterienterror, es soll Bioterror kommen. Sagen Sie, und wie geht das mit diesen Fabriken zusammen? Also es werden ja wahrscheinlich keine Fabriken installiert oder aufgebaut, wo auf der Haustüre draufsteht Biowaffen oder Bakterienterror. Wie wird das verpackt? Also bevor ich dann genau frage, wer, wo, wann, möchte ich versuchen zu verstehen, was Sie mit Bakterienterror auch meinen. Ja. Man kann sehen, wo wird es denn produziert? Wo werden diese Stoffe, die eigentlich Bakterien in unserem Körper, innen drin, halt, wenn es Krankheitserreger sind, produzieren? Die werden außen in Fabriken nachgebaut. Und Sie haben völlig recht, da steht nicht Biowaffenfabrik drauf, sondern was da hauptsächlich drauf steht, ist, wir haben hier eine Tabakpflanzenfarm oder eine Salatpflanzenfarm. Die eigentlichen Gifte, die werden heute in Pflanzen produziert. Das heißt, man hat gentechnisch schnell wachsende Pflanzen verändert. Und zwar an erster Stelle sind die Tabakpflanzen, aber auch Tomatenpflanzen und auch sogar Salatpflanzen. Und diese Tomatenpflanzen, die können wirklich schwer krank machende Bakterien, Eiweiße nachproduzieren. Und jetzt kann man zwei Sachen damit machen. Man kann sozusagen die Pflanzen dann ernten und kann diese Giftstoffe extrahieren, also rausziehen, und hat dann tonnenweise Gifte. Das ist das eine. Das andere, was man machen kann,
ist es natürlich, dass man das in die Nahrungskette, in den Verkauf reinbringt. Mhm. Nicht? Mit Tabak ist es ein bisschen schwieriger, aber Salat und Tomaten und auch andere, die Pflanzen, die mit dieser Technologie gemacht werden, die können in die tägliche Nahrung gebracht werden. Jetzt würde mich interessieren, vielleicht komprimiert zusammengefasst, was ist die offizielle Story? Also was wird uns erzählt, wenn man jetzt offiziell hier nachforschen würde mit den Tabakpflanzen, mit den Tomatenpflanzen? Weshalb wird das angebaut? Weshalb werden hier die Gifte herausgezogen oder weshalb wird hier daran geforscht? Und was vermuten Sie dahinter? Ja, da gibt es eine lange Historie. Eine, die ich in früheren Jahren schon genau benannt hatte, das war die Forschung an Tabakpflanzen, wo man mit der Cover-Story, also mit der Vertuschungsstory, gesagt hat, wir machen Impfstoffe daraus. Wir lassen jetzt also Tabakpflanzen, ja, das geht auch mit Cannabis und auch mit Salat, lassen wir jetzt Impfstoffe produzieren. Damit können wir vielfach schneller und vielfach günstiger für Milliarden von Menschen Impfstoff produzieren. Das Ganze wurde schon 2012 vom Pentagon, also vom US-Verteidigungsministerium zum Beispiel, gesponsert. Ein Namen dazu, den ich schon öfter gebracht habe, ist der Vorstand eines Tabakkonzerns Dr. Richard Tapp, dem man halt auch andere Verbrechen direkt nachweisen kann. Also da, an dieser Person kann man, habe ich ganz klar schon in meinem ersten Buch gezeigt, das ist kein Wohltäter, das ist ein Übeltäter, das ist sogar ein Verbrecher, der hatte ist ein kriminelles Vorwissen. So, das ist sozusagen auch wichtig, dass man versteht, wir haben es hier nicht mit Wohltätern zu tun. Eine Technologie kann natürlich auch nicht immer auch zu was Gutem eingesetzt werden, sondern wir haben es wirklich mit bewiesenen Verbrechern zu tun. Und das habe ich auch in meinem neuen Buch genauestens auch dargelegt, welche Personen dahinter sind, weil man diesen Netzwerken eben auch Verbrechen nachweisen kann und so sagen kann, Moment mal, wenn jetzt Verbrecher solche quasi Rüstungsfabriken in Milliarden Größe eigentlich jetzt hochziehen, heute, ja, und das in den nächsten Jahren schon fertig haben, dann muss man sagen, das ist bedrohlich. Und was planen Sie? Aber was ist die offizielle Story? Warum machen Leute, die in der Pharmaindustrie tätig sind, warum bauen die offiziell Tabakpflanzen an? Ja, es geht da, wie gesagt, nochmal darum, um Kosten zu sparen. Mhm. Und es geht darum, hauptsächlich mehr zu produzieren und schneller zu produzieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das führt uns zu dem, was wir ja alles schon die letzten Jahre unter Corona erlebt haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zusammenzubringen. Wir wussten, Frühjahr 2020, da wurde halt die Corona-Pandemie ausgerufen. Das war im März. Ja, das war ganz neu. Lockdowns kamen plötzlich, die ganze gefälschte Panik, die wir kennen. Und dann gab es die offizielle Pressemitteilung, ja, mit vielen Statements von den Leuten dahinter, dass sie sagten, wir haben jetzt schon 3 Monate später, im Juni 2020, Millionen von Impfstoffdosen fertig. Nochmal, fertig. Im Juni 2020. Im Juni 2020. Mhm. Ja. Und das konnten die sogar auf Milliardengröße hochziehen. Und wie konnten die das schaffen? Mit mRNA? Nein. Mit klassischen Impfstoffen? Nein. Mit Tabakpflanzen. Das waren hauptsächlich die zwei größten Tabakkonzerne. Das war British American Tobacco und der Weltmarktführer Philip Morris. Also Marlboro, das ist Philip Morris. Mhm. Und Lucky Strike, das ist British American Tobacco. Und die hatten beide diese Fabriken schon hochgezogen, wo sie ihre Tabakpflanzen nicht halt Zigaretten produzieren lassen haben, ja, sondern Impfstoffe. Und das hatten die schon für Juni 2020 fertig. Das war schon im Fernsehen, das war in den offiziellen Nachrichten schon drin. Und das haben die, da ich das auch mit aufdecken konnte und auch gerade an Richard Tapp verbinden konnte, weil wir sagen konnten, das sind wirklich Verbrecher, die dahinter stehen, haben die diese ganze Schiene beerdigt,
Die haben auch sogar die Unternehmen quasi beerdigt. Die haben die Namen geändert. Und obwohl die sogar die Zulassung für Covid-19-Impfstoff hatten, sind die vom Markt genommen worden. Also die haben auf Milliarden vor Investitionen und Milliarden Gewinne haben die verzichtet, weil diese Ereignisse zu klar waren. Hätte jetzt im Juni 2020 die ganze Weltbevölkerung jetzt Tabakimpfstoff hätte spritzen müssen, dann hätten alle gefragt, Moment mal, was ist dahinter? Und ich konnte eben schon vorher diese Verbindung zu dem Verbrechen sagen. Deswegen musste das große Verbrechen quasi Plan B machen. Und das waren dann die mRNA-Impfstoffe, die wir alle kennen, und auch die anderen Impfstoffe wie von Novavax und AstraZeneca. Ich muss trotzdem noch mal darauf zurückkommen. Sie haben ja beim letzten Mal schon einen Firmennamen genannt, die sich eben jetzt schon mit Pflanzen und Bakterien beschäftigen. Es muss ja irgendwie eine offizielle Beschreibung geben, dass die sagen, wir forschen an Bakterien, weil wir damit den menschlichen Körper besser machen wollen oder weil das Medikamente sind. Geht es in die Richtung oder sind offizielle Pflanzen für Impfstoffe da? Oder was ist der offizielle Aufhänger für diese Firmen? Ja, offiziell geht es natürlich nur für unsere Gesundheit. Also Gesundheitsforschung. Richtig, es geht nur um Gesundheitsforschung. Mhm. Es geht darum, offiziell geht es darum, zum Beispiel, wie ich gerade sagte, Impfstoffe zu produzieren. Mhm. Viel schneller, viel mehr, viel günstiger. Und es geht aber auch darum, und das ist jetzt auch das Neue, auch Stoffe zu produzieren, die gegen Bakterien sind. Also Antibiotika. Beziehungsweise, weil es keine echten klassischen Antibiotika sind, sogenannte antimikrobielle Mittel. Und da vermuten Sie ja, dass das nichts Gutes mit sich bringt. Also die offizielle Seite ist gut für den Körper, für die Gesundheit und Sie befürchten einen Biowaffenangriff. Richtig. Und genau einen solchen Bioanschlag unter falscher Flagge, der wird eben geplant. Also wenn man sich das Szenario vorstellt, was kommt als erstes, dann wird als erstes es heißen, oh, jetzt sind ganz viele Menschen krank geworden durch Bakterien, durch Killerbakterien, durch Bakterien, die jetzt so schlimm sind, wie wir das noch nie gesehen haben. Die zum Beispiel im Wasser sind oder durch einen Terroranschlag ausgebracht werden. Oder ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Mhm. Wenn man da systematisch rangeht, dann gibt es entweder die Möglichkeit, man sagt, es war absichtlich, zum Beispiel Terroristen. Das können grüne Terroristen sein, die Weltbevölkerung halt reduzieren wollen. Ja. Man kann da Russland oder Nordkorea oder China beschuldigen, ja, das Ganze, die ganzen Sachen. Also absichtlich Terror oder unabsichtlich, ja, dass man sagt, diese Bakterien sind durch den Klimawandel gekommen. Und da gibt es auch ganz konkrete Übungen, die durchgeführt worden sind. So wie wir das bei Corona mit Event 201 hatten, so wie wir das bei Anthrax hatten mit Dark Winter, gibt es auch jetzt zu den neuen Bakterien wieder halt neue Übungen. Und sozusagen die Hauptübung habe ich in meinem Buch genau beschrieben. Ja. Um es kurz zu bringen, heißt es, aufgetaute Bakterien vom Südpol oder vom Nordpol. Weil es wärmer wird, menschengemachte Erderwärmung, das passt ja wunderbar auch in die neue WHO-Konzeption One Health, wo es darum geht, dass eben die Erde wärmer wird und neue Krankheiten oder alte neue Krankheiten, aufgetaute Bakterien wieder zurückkommen. Ganz genau. Und das steht da wirklich halt drin in diesen Szenarien. Und wieder am Tisch sitzen die gleichen Institutionen und auch die gleichen Personen sogar zum Teil, wie bei Corona und bei Anthrax. Also die Johns Hopkins Universität, Thomas Inglesby, die CIA sitzt wieder mit am Tisch, USAID. Also wir haben dann arktische Entwicklungshilfe auch mit drin. Wer steckt denn hinter der Produktion oder der Planung, wie Sie sagen? Sie sagen ja, Sie können belegen, wer es plant und wo und wann. Ja. Wer steckt dahinter? Oder welcher Firmen bedienen Sie sich? Ja, die Hauptfirma, die hatte ich im letzten Interview auch benannt und auch halt in öffentlichen Reden in den letzten Monaten, damit das schon raus ist, damit das in den Köpfen drin ist. Das ist, die Hauptfirma heißt
National Resilience, also nationale Resilienz. Mhm. Und ein Direktor davon kommt direkt von der CIA, der heißt Christopher Darby. Und da gibt es noch viele andere Direktoren, die ebenfalls halt Verbrechens- und Mafia-Hintergrund haben. Das ist wirklich so. Und ich habe das detailliert wirklich halt im Buch beschrieben. Wer mit wem und wie und woher. Wenn man sich das halt anschaut, gerade halt nicht nur im Einzelfall, sondern die ganzen Verbindungen, hat man so viel, dass man eigentlich sagen muss, Moment mal, da kann es doch nicht um Gesundheit gehen, wenn die Leute wirklich aus dem Militär, aus dem Geheimdienst und von der Mafia kommen mit Verbindung. Also vor allem wurden ja die besten Kräfte hier zusammengezogen, um hier wieder offenbar etwas vorzubereiten. Sie haben jetzt angesprochen das Buch. Sie haben bei unserem letzten Interview vor einigen Monaten ja angekündigt, dass Sie intensiv in der Recherche stecken und dass Sie das Ziel haben, Ihre Rechercheergebnisse noch in einem Buch zu verschriftlichen, denn das war ja das Problem bei Ihrer Vorhersage 2018 bezüglich einer Erregerpanik für 2020, dass Sie das zwar in einem Interview gesagt haben, das Interview wurde aber bei Ken Jebsen erst ein Jahr später ausgestrahlt und dann war es eben ein Interview und nichts schriftlich, keine Beweise in der Hand. Und das wollten Sie ja diesmal besser machen. Wie heißt das Buch? Ist es jetzt fertig geworden? Ja. Und das haben wir noch geschafft mit einer großen Aktion. Das Buch ist fertig. Es heißt Angriff aufs Mikrobiom. Game Over 2. Also die Fortsetzung von Game Over 1, was Sie zu Corona geschrieben haben. Richtig, genau. Mhm. Und Sie hatten da völlig recht. Also im Dezember 2018, in dem Interview, 2 Stunden lang, in dem ich ja detailliert die Sachen dargelegt hatte, da hatte ich den Buchentwurf für Game Over 1 schon auf den Tisch. Das ist 5 Jahre genau her. Mhm. Mit den Beweisen und allem drum und dran. Und dieses Buch, das hätte wahrscheinlich den Lauf der Geschichte halt geändert, hätten wir das schon Anfang 2020 10.000-fach schon bereit gehabt. Aber ja, viele wissen es halt, wie viel Behinderung, wie viel Zensur da ist. Und ja, sozusagen wie viel Druck da gewesen ist. Also das Buch hatte ja über 2 Jahre Verzögerung. Und das ist wirklich die Chance, dass wir diesmal mit diesen ganzen Beweisen es so schnell wie möglich ausbreiten können, damit wir diese Verbrechensplanung am besten stoppen, zumindest abschwächen können. Denn jetzt ist die Chance da zu sagen, wir wissen schon wer, wir wissen wie. Es ist gedruckt, es ist da und die können eben diese Fabriken, wie ich sagte, nicht so wie Panzerfabriken, diese Proteinfabriken, diese Pflanzenfabriken, die können die nicht halt einfach ändern. Das ist der große Vorteil. Wir haben ja die Daten zu National Resilience und den Namen, die Sie uns das letzte Mal gegeben haben, auch vor Interviewveröffentlichung überprüft, auch mit unseren Rechtsanwälten. Die Dinge sind ja da, die liegen auf. Jetzt haben Sie gesagt, das sind mafiöse Kreise, das sind Verbrecher. Die anderen würden sagen, ja, wir arbeiten in der Pharmaindustrie für die Gesundheit und das Wohl der Menschen. Wir arbeiten mit Geheimdiensten, um das Wohl der Menschen zu erreichen. Jetzt steht hier Aussage gegen Aussage. Aber natürlich, die Frage ist, was planen Sie genau? Was haben Sie vor? Was befürchten Sie aufgrund Ihrer Recherchen? Was ist der Weg? Weil Bakterien in Umlauf zu bringen oder Bakterien sind plötzlich hier, dann kommt ein Antibiotikum. Das klingt jetzt für mich als unbedarften Zuhörer oder Interviewer in diesem Fall nicht so schlimm wie eine Genmanipulation über eine mRNA-experimentelle Genspritze. Ja. Tatsächlich ist es noch schlimmer. Tatsächlich ist es wirklich noch schlimmer, denn die Zielrichtung ist das Gehirn und zwar über den Darm. Du bist, was du isst. Das ist eine Lebensweisheit, das wissen wir. Nicht? Das, was wir in unseren Körper aufnehmen, das bestimmt unser Fühlen mit. Das wissen wir jedes Mal, wenn wir etwas essen und danach. Und auch natürlich bestehen wir daraus, was wir aufnehmen. Tatsächlich ist es so, wenn wir Nahrung aufnehmen, dann kommt das nicht ganz einfach so in die Blutbahn, sondern das wird vorher erst durch gute helfende Bakterien in unserem Verdauungstrakt, ich spreche jetzt einfach nur vom Darm, wird vom Darm, von den Darmbakterien auf,
bereitet, aufgeschlüsselt, so dass wir es dann einfach und gut in die Blutbahn aufnehmen können. Das heißt, wenn man sagt, du bist, was du isst, dann muss man präziser eigentlich sagen, du bist, was deine guten Bakterien dir aufbereitet haben. So. Das ist das, was wir sozusagen tatsächlich mit aufnehmen. Und diese ganzen Stoffe beeinflussen signifikant unser Fühlen und unser Sein. Ob wir eher depressiv sind oder ob wir uns gut und stark fühlen. Ja? Ob wir schwach sind oder ob wir stark sind. Und das ist genau halt der Schlüssel, dass man versucht, halt über die Darmbakterien in unser Gehirn zu kommen. Denn unser Darm gibt Signale über die Blutbahn und auch über die Nerven an unser Gehirn. Also im Darm sind noch mehr Nervenzellen als im Gehirn. Das ist halt alles in der Forschung belegt und ich beziehe mich da halt auch auf ein Buch, welches in 40 Sprachen mal übersetzt worden ist, Darm mit Charme. Das kennen viele. Da können viele halt sozusagen populär damit mal einsteigen und verstehen, stimmt, der Darm ist total wichtig. Und das Besondere, was wir jetzt verstehen müssen, ist es, ich hatte ja am Anfang gesagt, es werden jetzt Fabriken vorbereitet, eigentlich Rüstungsfabriken, um es einfach zu sagen, die quasi wie Panzer produzieren. Und wozu? Natürlich für einen Angriff. Und jetzt werden große Fabriken hochgezogen, die diese Bakteriengifte in Pflanzen produzieren lassen. Und was ist das Ziel? Das Ziel ist es letztendlich, unsere Darmflora, also die Besiedlung mit den guten Bakterien, die uns schützt, zu verändern. Darum geht es eigentlich. Und ein Bild ist es, wir haben eine wahnsinnig große Veränderung schon in den letzten 100 Jahren gesehen, in den Landschaften draußen auf den Feldern. Früher gab es halt viele bunte Feldwiesen, wo alles kreuz und quer gewachsen ist. Ja? Keine einzige Pflanze setzt sich nur durch. Es gibt keine natürliche Monokultur, auch nach Millionen Jahren nicht. Es ist nicht so, dass sich da der Stärkste durchsetzt, sondern es gibt eine Vielfalt. Und diese Vielfalt, wenn wir mal draußen schauen, die ist halt verändert worden. Wir sehen auf den Feldern Monokulturen. Es wächst nur noch das, was halt das industrielle Saatgut hergibt. Genmais ist so ein Stichwort. Alles andere wächst nicht mehr oder schlecht. Warum? Weil vorher Gift draufgegeben worden ist. Glyphosat ist so ein Stichwort. So, und damit hat man die Oberfläche der Welt, die Felder, schon in einem Maße verändert, wie das vor 100 Jahren kaum vorstellbar ist. Und genau das Gleiche versucht man jetzt mit der Oberfläche in unserem Darm. Aber was wird in den Fabriken produziert? Sind das die Bakterien, vor denen wir Angst haben müssen? Oder ist das schon bereits das Gegengift oder die Lösung? Die Impfung oder ja. So? Ja. Genau, das ist beides. Wenn man genau reinschaut, was die machen, die können beides produzieren. Und zwar in einem Maßstab, der überhaupt keinen Sinn macht zu dem, was vorher gebraucht ist. Das muss man einfach sagen, das macht keinen Sinn. Warum investiert ihr Milliarden in diese Sachen, die Menschheit noch nie gebraucht hat? Das muss man sich sozusagen mit einem guten Menschenverstand einfach mal so sehen. Und die können dort beides halt eben produzieren. Zum einen halt tatsächliche Angriffsbakterien, davon gibt es einige, und halt auch diese Bakteriengifte, also Angriffsgifte, die man dann halt in Nahrung, aber auch mit anderen Möglichkeiten ausbreiten kann. Und sie können aber auch das Gegenmittel, und dafür bauen sie auch die Kapazitäten auf, wird es, dass man jetzt sagt, nach einem Bakterienangriff werden wir krank. Was hilft jetzt? Bei Bakterien helfen Antibiotika. Nicht? So, das kennt man. Jetzt sind aber Biowaffen gezüchtet worden, die resistent sind gegen die meisten Antibiotika oder sogar gegen alle. Das sind die sogenannten multiresistenten Keime. Und da hilft gar nichts mehr. Und jetzt stellen Sie sich das vor, wenn jetzt Bakterien umgehen, wo kein Antibiotikum mehr hilft.
Dann sterben ganz viele Menschen, so ähnlich wie im Mittelalter. Und dann ruft man wieder nach einer Rettung. Was kann die Rettung sein? Und die Rettung, die jetzt vorbereitet ist, und das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das heißt antimikrobielle Mittel. Nicht Antibiotika, sondern antimikrobielle Mittel. Also Sie glauben, dass es eine Bakterienpanik gibt, bei der tatsächlich viele Menschen zu Tode kommen werden, was ja auch bedeuten würde, dass die Menschen wieder in eine absolute Panik verfallen. Und wir glauben ja nicht, dass eine Neuauflage von Covid-19 2024, 2025 noch ziehen würde, denn dieses Thema ist vermutlich durch vorerst mal. Aber wenn natürlich etwas Neues kommt, wo tatsächlich Menschen sterben und nicht nur die Medien das behaupten, sondern man kennt dann Leute, ja, bei denen das passiert, dann wird eine Panik eintreten und man wird natürlich in Angst sich an die wenden, wo man hofft, dass sie eine Lösung haben. Das ist der Staat, das sind die Pharmaunternehmen. Und die werden dann solche Mittel ausbringen. Richtig, die werden diese Mittel ausbringen. Mhm. Und das ist das, was man verstehen muss. Ich habe mal hier etwas mitgebracht. So mit dieser Struktur sieht unser Darm etwa aus. Der ist also nicht ganz flach wie ein Fußballfeld, sondern der hat solche Zotten, so ähnlich wie man das von Handtüchern kennt, also eine große Oberfläche. Der Darm hat etwa 400 Quadratmeter, also wie ein Fußballfeld, so eine so große Oberfläche hat der menschliche Darm, so durch diese Zotten. Und hier drauf wachsen viele unterschiedliche Bakterien und Archaeen, Bakteriophagen und andere. Das sind die hilfreichen und guten Sachen, die uns mit am Leben halten. So, wenn jetzt eine Bakterienpanik da ist, ja, und wenn dann auch wieder getestet wird, oh, jeder ist dann gefährdet, dann kann es dazu kommen, dass man dann sagt, jeder muss ein Antibiotikum oder eben diese neuen antimikrobiellen Mittel einnehmen. Also ein ähnliches Szenario, wie wir das hatten, wo gesagt worden ist, wir haben jetzt ein neues Coronavirus und jetzt muss jeder halt das Gegenmittel, die Impfung halt in sich halt aufnehmen. Und so haben wir das, ist es geplant, dass man dann halt Antibiotika bzw. antimikrobielle Mittel zunehmen muss. Und wenn man das dann tut, nicht, so wie wir das klassisch auch von Antibiotika kennen, dann töten diese Mittel die meisten Bakterien drauf. Dann wird es quasi erstmal so, dass wir dann wenige Bakterien nur noch haben, die wachsen. Ja? Dann ist erstmal ein Kahlschlag. Und dieser Kahlschlag, der ist total ungesund. Wir brauchen wieder neue Bakterien, die danach wieder aufbauen. Und jetzt ist das ganz perfide, dass diese Bakteriengifte, die produziert worden sind, eben viele andere Bakterien hemmen. So, dass kaum noch neue, natürliche Bakterien wachsen. So wie bei einem Feld, das zuvor gespritzt wurde mit Saatgutgift. Richtig, wie bei Glyphosat. Mhm. Und jeder kennt es auch bei einer Kiefer zum Beispiel. Mhm. Wenn man mal schaut unter einem Kieferbaum, da wächst kaum etwas anderes drunter. Warum? Weil der Kieferbaum die Nadeln abwirft und in den Kiefernadeln ist ein Gift, was andere Pflanzen am Wachstum hindert. Mhm. So, da haben wir also unter einem Kieferbaum, ja, eine relativ glatte Fläche, wo nicht viel wächst, im Gegensatz halt, nicht, was vielleicht daneben stehen würde. Und genau solche Gifte werden dann ausgebreitet und dann haben wir eine solche Situation, dass dann halt diese hilfreichen Bakterien kaum noch wachsen können. Und jetzt haben wir wieder ein Problem. Und jetzt müssen wieder halt, ist wieder die Frage, was ist die Rettung? Und die Rettung Nummer zwei sind dann nicht die antimikrobiellen Mittel, sondern die Rettung Nummer zwei sind dann Probiotika, sind dann gengezüchtete Bakterien. Also eine Neubesiedlung, ein Neuaufbau, dass wir dann wieder halt etwas Neues bekommen, aber nicht eben so schön und bunt, sondern nur noch einheitlich, so wie dieses einheitliche Grau. Von der Pharmaindustrie. Mhm. Mhm. Und da nichts Neues wächst, sind sie jetzt in einer Abhängigkeit, weil sie dann immer wieder die neuen Sachen nachfüttern müssen, essen müssen. Mhm. Die machen dann auch wieder neue Probleme, neue Krankheiten.
Und wir haben diesen Kreislauf in sich. Im Detail wird das alles halt im Buch genauer beschrieben, wie man sich das Ganze vorstellen muss. Das ist im Interview ein bisschen schwierig. Aber Sie haben diese Abläufe genau beschrieben im Buch und das Buch ist auch jetzt 2023 noch lieferbar. Ja, genau. Wir haben tatsächlich, das wird übermorgen ausgeliefert. Können Sie dann einen Zeitraum voraussagen, wann Sie glauben, dass es hier tatsächlich ernst wird? Kann das schon in den nächsten Monaten soweit sein oder denken Sie, gibt es hier noch etwas mehr Vorlauf, um sich darauf vorzubereiten? Ja, das ist schwierig zu sagen, aber von der Gesamtlage her, und ich bin mit vielen internationalen Forschern und Aufklärern da in Verbindung, ist es wahrscheinlich, dass vor Frühjahr 2025 keine große Panik kommt. Also nicht so wie Frühjahr 2020, dass man dann sagt, hier plötzlich neue Krankheit, viele Menschen sterben. Das wird wahrscheinlich frühestens erst ab Frühjahr 2025, und das ist auch erst in etwas über einem Jahr, passieren. Die Hauptsache ist da die Wahl in den USA. Die Präsidentschaftswahl ist halt so, dass im Januar 2025 der neue US-Präsident vereidigt werden kann. Und wenn wir das große Bild sehen, für die Gegenseite, für die Oligarchen, die dahinter stehen, gibt es die Gefahr, dass Robert F. Kennedy Jr. die Wahl gewinnen könnte. Und tja, ich denke, das muss erstmal halt unter Dach und Fach sein, denn es gibt da auch jetzt anderen Druck, was jetzt neu aufgeklärt worden ist, um noch mehr Menschen klarzumachen, dass wir in einer ganz großen Gefahr sind. Denn dieser Bakterienterror, der jetzt vorbereitet wird, wo Milliarden investiert sind, wo wir Direktoren aus dem Verbrechen haben, das hat ja ganz einen Zweck. Und das ist jetzt auch zum Glück neu aufgedeckt worden. Das wollte ich gerade fragen. Aber bevor wir zu diesem großen Bild vielleicht noch kommen, das Sie angesprochen haben, wie können denn dann diese Pharmabakterien oder dieser eingeebnete Darm, man ist dann abhängig von der Pharmaindustrie, denn man wird vermutlich Vitamine, Nährstoffe, Nahrung nicht mehr ohne entsprechende Pharmaprodukte aufnehmen können. Wie kommt denn dann die Manipulation im Gehirn zustande? Wie ist hier der Weg? Ja, der Weg ist über Botenstoffe. Das heißt, die Nervenzellen, die eine Anzahl mehr sind als im Gehirn, die geben Signale an das Gehirn direkt weiter. Das ist also eine direkte nervliche Beeinflussung. Und dann, noch wichtiger, ist es über das Immunsystem und über die Hormone. Das heißt, unser Darm in der Darmschleimhaut, da sind Zellen, die halt bestimmte Botenstoffe produzieren, die direkt halt in Rezeptoren im Gehirn ansetzen und die sagen, so, du musst aggressiv sein, du musst jetzt Nahrung herbeischaffen, ja, oder du musst jetzt ganz lethargisch depressiv sein. Nicht? Und sogar halt Autismus ist damit, kann damit verknüpft sein. Also diese Darm-Hirn-Achse, die ist vielfach beschrieben und die habe ich halt auch in meinem Buch dargelegt, zum Teil halt mit Fachstudien, die da sind, aber auch ganz einfach verständlich, sozusagen auch wie Julia Enders das mal mit Darm mit Charme gemacht hat. Das ist auch ganz wichtig, dass dieses Buch auch geschrieben ist, nicht nur für Fortgeschrittene und Spezialisten, sondern auch für Einsteiger. Also das wechselt sich immer ab. Einfache Darstellung mit etwas vertiefenden Darstellungen. Sie vermuten vermutlich, dass dann das Gehirn eher nicht zu mehr Leistung angespornt werden soll, sondern dass man eben lethargisch die Dinge hinnimmt, so wie es ist. Denn die Transhumanisten beschreiben ja auch ihre Vision so, dass sie sagen, über Genmanipulation kommen wir dorthin, dass wir die Menschen dort einsetzen können, wo wir sie einsetzen wollen. Und das sind naturgemäß nicht die oberen Arbeiten, sondern die niedrigen Arbeiten, wenn es überhaupt denn noch Arbeiten sind oder reine Energielieferanten und Konsumenten. Ja, das ist alles möglich. Da sind viele Szenarien möglich. Und tatsächlich, das, was ja der Vordenker Yuval Harari beim WEF und anderen ja gesagt hat, heißt es, dass wir
dass sie Menschen hacken können. Das heißt, dass sie Menschen wie Computer manipulieren können. Und die Frage ist, wie machen sie das eigentlich? Hat sich jemand schon mal gefragt, wie soll das gehen? Da sagte ja Harari, nicht? Biological Data multiplied mit Computer Power, ja, mit Rechenkapazität und biologischen Daten, ergibt die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren, zu hack humans. Wie eigentlich? Und das ist jetzt absolut neu. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen diese Grundlage verstehen, dass der Weg zum Gehirn über den Darm geht, über das Mikrobiom, also über diese Gemeinschaft der guten Bakterien in uns. Das ist das Mikrobiom. Das ist sozusagen der Weg, wenn Harari sagt, to hack humans, ist das der Hauptweg, den sie jetzt tatsächlich vorbereiten. Das hätte dann tatsächlich einen Mehrzweck für, wenn man davon ausgeht, dass eine weltweite Hygienediktatur errichtet werden soll, hätte das einen mehrfachen Zweck, weil dann würden die Leute ewig Konsumenten der Pharmaindustrie bleiben und gleichzeitig über die entsprechenden Gehirnschranken manipuliert werden können. Das können wir heute aber nicht restlos aufklären. Sie haben im Buch umfangreich dazu Quellen angeführt und Ihre Überlegungen und Recherchen offengelegt. Vielleicht können wir noch zur metapolitischen, zur geostrategischen Ebene kommen, denn es ist klar, dass es gewisse Kreise gibt, die Menschen manipulieren wollen für ihre Zwecke. Aber was könnte denn noch ein übergeordneter Zweck sein? Sie haben vorhin das große Bild angesprochen. Ja, und da gibt es etwas Positives jetzt zu vermelden. Der große Zweck, warum macht man denn so eine Corona-Panik? Warum nicht? Warum wird jetzt so ein Bakterienterror geplant? Ja, mit so viel Aufwand. Das sind ja Aktionen. Zu welchem Zweck? Und der Zweck ist es, die Vermögenswerte von fast allen Menschen wegzunehmen, unter Kontrolle zu bekommen. Und damit auch die Menschen unter Kontrolle zu nehmen. Es geht also um das große Nehmen, um auf Englisch the great taking. Und die gute Nachricht ist, da gibt es jetzt einen Whistleblower, den ich auch persönlich kenne und schätze. Und sein Name ist David Roger Webb, ein amerikanischer ehemaliger Banker, der auch in Skandinavien lebt. Und der hat ein Buch jetzt rausgebracht. Das ist als PDF verfügbar. Das ist nur auf Englisch. Deswegen ist es auch so wichtig, jetzt zu der Premiere das auch eben zu nennen. The Great Taking heißt es, also das große Nehmen. Und vor wenigen Tagen kam auch ein Dokumentarfilm raus, etwa eine Stunde, wo David Webb das Ganze erklärt. Um es kurz zu sagen, was ist vorbereitet worden? Über Jahrzehnte sind die rechtlichen Grundlagen von den Großbanken und den Politikern gelegt worden, um alle Vermögenswerte einziehen zu können. Das ist kein Scherz, sondern tatsächlich, wenn Sie glauben, dass Ihr das Guthaben auf Ihrer Bank Ihnen gehört, wenn Sie glauben, dass Ihr Haus Ihnen gehört, wenn Sie glauben, dass Ihr Auto Ihnen gehört, dass Sie bar bezahlt haben bei Händlern, da täuschen Sie sich. Das ist tatsächlich so, als wenn Sie zum Autohändler gegangen sind, das bar bezahlt haben, keine Schulden, nichts. Und der Autohändler darf das schon verkaufte Auto als Sicherheit für einen Kredit bei irgendeiner Bank einsetzen. Das ist quasi legal. Und wenn jetzt eine Wirtschaftskrise ausbricht, wegen zum Beispiel einem Bakterienterror, ja, so wie wir das bei Corona hatten, dann gibt es ein großes Finanzsterben. Alle gehen pleite. Und jetzt ist die Frage, wer hat die Sicherheiten? Wer hat die Assets? Und dann am Ende sind es nur noch 5 Großbanken. Und die Zentralbanken wie die FED und die Zentralbank der Zentralbanken in der Schweiz, die da die Hand drauf haben. Und das ist alles schon legal durch. Und das kann man sich im Detail anschauen. Und deswegen ist es so wichtig, auch für die Menschen heute. Und ich kann es nicht noch, glaube ich, deutlicher und klarer irgendwie machen, wie wichtig das ist. Es geht darum, um die finanzielle Kontrolle zu erreichen und zu erhalten. Denn wir hatten schon gesehen, spätestens 2007, 2008 gab es einen großen Finanzcrash.
Die Weltwirtschaft ging 20% runter. Wir wussten damals, wer die Täter waren. Das waren die Großbanken und deren privaten Besitzer. Das war klar. Jetzt das ganze Welt- und Finanzsystem umzuändern, war ein schlechter Zeitpunkt. Occupy Wall Street, weil alle wussten, das waren die Großbanken und deren privaten Besitzer. Und dann haben die Geldmenge halt vervielfacht, auch jetzt zu Corona, im Windschatten zu Corona, auch halt die Geldmenge vervielfacht, also noch mehr Geld reingegeben, um das Spiel am Laufen zu halten und es noch gefährlicher zu machen. Aber das ganze System platzt und ist halt kaum noch zu halten. Und dieses große Nehmen, dass dann plötzlich alles weg ist und alles unter der Kontrolle ist und dass man dann nur noch Zentralbankgeld bekommt und Alimente vom Staat, das steht sozusagen dahinter. Und da kann ich nur sagen, gut, dass David Webb das halt mit aufgedeckt hat, dass es jetzt da ist und verfügbar ist. Und das ist sozusagen das Tatmotiv. Und der Hebel dazu, das wird wahrscheinlich genau dieser Bakterienterror sein, den ich in dem Buch Angriff aufs Mikrobiom beschrieben habe. Das bedeutet nochmal zusammengefasst, Sie glauben gemeinsam mit dem Analysten David Webb, dass nicht Lehman Brothers oder eine andere Pleitebank oder andere Spekulanten in den Fokus geraten sollen, sondern dass eine Gesundheitskrise vorgeschoben wird, um diesen gigantischen Vermögenstransfer zu vertuschen. Exakt, genau. Denn wie Sie richtig sagten, die werden ja nicht sagen, es ist ein Finanzcrash und wir müssen den Finanzcrash direkt jetzt heilen, sondern sie werden wieder sagen, so wie sie es mit Corona schon angefangen haben, wir haben eine Gesundheitskrise. Und nur infolge der Gesundheitskrise ist die Weltwirtschaft halt kaputt, wegen der Lockdowns und all diesen unsinnigen Maßnahmen. Und so wird es halt, ist es dann eben auch vorgeplant, dass eben, frühestens, wie ich denke, 2025, diese große weltweite Panik mit den Bakterien ausgebreitet wird. Und im Zuge dessen kann man einen vielfachen Lockdown machen, wie wir das bei Corona erlebt haben. Und noch viel mehr Menschen werden sterben. Und wie ich das mit diesen Sachen halt Antibiotika, Probiotika, sozusagen immer wieder Lockdown, sie müssen immer wieder warten, bis die nächste Rettung kommt. Ja. Das ist ziemlich perfide. Jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Sie haben das ja jetzt beschrieben, im Buch umfangreich beschrieben. Wir hoffen, dass noch ein bisschen Zeit dorthin ist. Wir hoffen auch, dass die Aufklärungsarbeit diese Pläne stoppt, denn Sie sagen, es ist ja schon gelungen, die Pläne zu durchkreuzen, indem man sie öffentlich gemacht hat. Wie soll sich denn der Einzelne verhalten? Nach dem ersten Lockdown, ich kann mich nur erinnern, Sie haben im Frühjahr 2020 in Berlin eine Pressekonferenz gehalten, da wurde ich auf Sie aufmerksam, wo Sie gesagt haben, das ist, Corona ist ein Betrügertrick und man soll nicht darauf hereinfallen, die Leute werden nicht umfallen tot. Und dann haben sich viele Ärzte gemeldet und im Endeffekt war im Sommer die Sache durch. Es war klar, Corona ist nicht das tödliche Virus, als dass es uns verkauft wurde. Und die Menschen, die sich aktiv informiert haben, haben gewusst, wenn jetzt die nächste Panik kommt, wenn der nächste Lockdown kommt, wenn der Impfzwang kommt, dann müssen wir nicht mehr darauf hereinfallen, denn es ist harmlos. Aber bei dieser Bakteriengeschichte, bei diesem Biowaffenangriff über Bakterien, wie Sie das beschreiben, könnte es ja tatsächlich gefährlich werden. Wie soll sich der Einzelne in diesem Moment verhalten? Es ist ganz wichtig, die Täter zu kennen und auch die Institutionen. Denn selbst Unternehmen wie Danone oder Nestlé, Gesundheitsunternehmen, den man ja sonst täglich im Einkaufswagen vielleicht hat, mit Probiotika, kann man dann vielleicht nicht mehr trauen, weil sie den gleichen Großkonzern, den gleichen Großbanken letztendlich gehören. Ja? Und man muss wissen, wer dahinter steht, wie diese Strukturen tatsächlich drin sind. Und das ist halt in Game Over 1 und jetzt nochmal ganz konkret für sich alleinstehend auch in Game Over 2 eben auch beschrieben. Und wir können es eigentlich nur mit der Aufklärung machen, dass jetzt wir eine andere Situation bekommen, dass Leute nicht so überrascht sind wie halt Frühjahr 2020. Oh, Viren, Terror, Moment. Und zu wenige
hatten halt dieses Interview gesehen, beziehungsweise noch weniger dann halt ernst genommen. Ja. Und jetzt haben wir die große Chance zu sagen, wir können das ausbreiten, wir können die Menschen informieren, aber auch ganz wichtig, wir können sofort eben auch die Amtsträger informieren, und zwar dokumentiert. Dass wir nicht nur halt die Bücher haben, sondern auch Buchpatenschaften übernehmen. Dass wir dann halt auch die finanziellen Mittel dann auch endlich mal haben, dass wir das auch den Abgeordneten zustellen, den Chefs der Verbände, Ärzteverbände, Wirtschaftsverbände. Ja, dass wir denen wirklich sagen können, hier, schaut mal, das passiert. Und wenn die das ausbreiten, es werden auf jeden Fall wieder diese gleichen Produktionsfabriken und die gleichen Personen dahinter stehen. Und dann können wir alle nur sagen, Moment, wir spielen da einfach nicht mehr mit. Wir nehmen diese Antibiotika nicht, wir nehmen diese antimikrobiellen Sachen nicht. Ja? Und das wird ein ganz großes Stichwort werden, AMR. Antimikrobielle Resistenzen. Ja, ja. Also auch an diese neuen Begriffe muss man sich dann halt gewöhnen und das schon vorher kennen, weil die das auch schon in die Gesetzgebung reingegeben haben. Und sogar auch in den WHO-Vertrag. Ich habe das auch in meinem Buch halt auch drin. Da steht etwas drin in diesem neuen WHO-Vertrag, was vorher noch nie da war. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Bücher endlich jetzt rechtzeitig rauskommen, dass die Menschen auch halt Buchpatenschaften eingehen, dass wir dokumentiert den Amtsträgern das zustellen können, dass keiner mehr sagen kann, wie bei Corona, ich hatte von nichts gewusst. Das wäre auch meine letzte Frage jetzt. Wir haben das Buch ja sofort auch aufgrund Ihrer Vorankündigung bei uns in den Auf1-Shop mit aufgenommen, denn bei Amazon oder anderen Konzernanbietern wird man es ja vermutlich nicht finden. Aber Sie vertreiben das Buch direkt. Sie betreiben jetzt seit 5 Jahren Recherche und Aufklärungsarbeit. Sie waren ja im Zivilberuf Arzt und Sie können ja diesem Arztberuf mit Praxis, soweit ich weiß, ja aktuell nicht mehr nachgehen oder gehen dem nicht nach, sondern Sie konzentrieren sich ganz auf diese Recherchearbeit und konzentrieren sich auch in den letzten Monaten ganz stark auf dieses neue Buch. Wie geht es Ihnen denn in den letzten Jahren? Sie sind ja niemand, der sich hinstellt und groß darüber klagt, über Angriffe, über Attacken oder über Rückschläge. Aber was ist denn jetzt Ihr Wunsch, wenn wir jetzt knapp vor Weihnachten dieses Interview aufzeichnen, das ist ja die Zeit der Wünsche. Was würden Sie sich denn wünschen? Was soll denn gelingen? Was benötigen Sie, um weitermachen zu können? Was benötigen Sie, um Ihre Botschaft noch weiter hinauszubringen in die Welt? Ja, in der Tat. Was ich benötige, ist Unterstützung, insbesondere halt auch finanzielle Unterstützung. Es war wirklich so, ich habe das, glaube ich, noch nie halt so öffentlich direkt ausgesprochen, als dieses Interview rauskam im September 2019, wo ich Corona vorhergesagt habe, da kamen die ganzen Angriffe auf mich persönlich und sogar unsere Eigentumswohnung ist weggenommen worden. Ich habe trotzdem halt weitergemacht, die ganze Aufklärung durchgezogen. Ich habe sogar meine Privatarztpraxis geschlossen, weil ich wusste, dass darüber halt es versucht wird, zu kriminalisieren, wie mit diesen Mastenattesten und Ähnlichem. Auch meine Familie zu schützen vor Hausdurchsuchungen und Ähnlichem. Ja? Wir mussten auch teilweise das Land verlassen. Also es war ganz schrecklich und es ist ganz viel genommen worden. Und ich kann nur hoffen, dass jetzt vielleicht wirklich Menschen sehen, sich da erbarmen bzw. mal großzügig sind, zumindest einen Teil der Verluste so zu ersetzen, dass wir handlungsfähiger sind. Denn wir haben jetzt wieder alles halt in dieses neue Buch reingebracht, nach 5 Jahren wieder. Es ist eine solch große Chance, dieses Weltverbrechen jetzt zu stoppen. Und ja, die Möglichkeit jetzt besteht, eben über dieses Buch, über die Buchpatenschaften, dass wir damit 2 Fliegen halt mit einer Klappe schlagen. Und ja, vielleicht gibt es da ja noch Menschen, die wirklich den Helfern helfen wollen und auch etwas Großzügigkeit zeigen. Denn die Unterstützung, das muss ich ganz klar sagen, die
meistens Spenden und andere, das haben andere abgegriffen. Das werde ich heute hier und das werde ich nicht ausführen. Und es ist absolut notwendig, und da muss ich das einfach mal sagen, für das, was auch meine tolle Familie erlitten hat in den ganzen Jahren. Und wir haben es jetzt wirklich wieder geschafft. Das Buch wird jetzt halt rauskommen. Ich habe heute nur halt die DVD, die auch drin ist, mit weiteren Informationen dabei. Die ist da halt mit drin, dass das zu den Menschen kommt und dass wir die Kraft haben, auch die nächsten Jahre diese Verbrechensplanung auch wirklich effektiv bekämpfen zu können. Denn insbesondere bei mir ist es so, dass man ja, eben finanziell aushungern will und immer nur zur Seite drängt, als wenn man gar nicht da wäre. Aber wir haben hier es wirklich mit Weltverbrechen zu tun und deswegen muss Angriff aufs Mikrobiom, das muss gelesen werden, die DVD muss halt angeschaut werden mit den Zusatzinformationen und wir müssen das über Buchpatenschaften an die Amtsträger bringen. Das war Heiko Schönings Wunsch noch einmal vor Weihnachten an unsere Auf1-Zuseher. Ich denke, alle Interviews, die wir gemacht haben, wurden vielfach angesehen. Die Interviews wurden vielfach verbreitet und wir haben immer wieder sehr viele Rückmeldungen bekommen, dass die Hinweise, die Sie gegeben haben, hilfreich waren. Ich kann mich auch noch erinnern an das Interview vor 2 Jahren, als es um die Affenpocken ging. Da haben Sie sofort Entwarnung gegeben. Das war ein Zufallstreffer, mehr oder weniger, dass wir an diesem Tag anlässlich des ersten Geburtstages von Auf1 zusammen waren und wir haben ein Interview gemacht und Sie waren immer knapp dran mit den Informationen, dass Sie die schnell rausgeben konnten. Jetzt vielleicht haben Sie im Vorfeld schon die nächste Panikmache vorausgesagt, den nächsten Angriff über Biowaffen vorausgesagt. In jedem Fall werde ich mir das Buch zur Lektüre über Weihnachten mitnehmen und ich danke Ihnen, dass Sie diesmal wieder hier bei uns waren und danke für Ihre Recherche und Aufklärungsarbeit. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind beim großen Interview bei Auf1. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie dran, bleiben Sie informiert. Information ist ein klarer Vorsprung.